Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2. Nachdem wir in der letzten Folge alles mehr oder weniger verloren haben. Du bist wahnsinnig, du rennst auf die Straße, du Trottel. Machen wir uns dann jetzt mal auf den Weg. Und schauen, was unser Freund Henry für uns hat. So. Dann hier mal ein bisschen gemütlich durch die Gegend geheizt. Und schauen, was das wird. Wie weit ist es eigentlich? Es geht. Es ist nicht so großartig weit weg. Wird aber auch mal wieder Zeit, dass wir ein bisschen Geld verdienen. Von daher hoffe ich mal, dass es bei dem Job ein bisschen was rausspringt. Ich möchte wieder, muss mir wieder Zeug kaufen. Klamotten, Autos, wie ja schon gesagt wurde. Und halt irgendwann nochmal ein Haus. Das soll ja auch nicht vernachlässigt werden. So, Tugadi, Tugadi, Tugadi. Na gucken, vielleicht können wir da noch ein paar Leute mitnehmen, wäre ja auch nicht verkehrt. Dafür ist das Auto ja eigentlich gedacht. Oder deswegen habe ich es geholt. Ah, ich glaube, ich erinnere mich tatsächlich. Oder was das hier wird. So, Wagen parke ich dann mal hier. So, dann kann ich nur versuchen, beide Richtungen fahren. Wie gesagt, ich glaube, dunkel erinnere ich mich dann, was das hier wird. Mal schauen. Ich hätte, glaube ich, auf den Wagen reinfahren können. So, da stehen ein paar zwielichtige Gestalten rum. Wie schön. Hey, da kommt er. Hey, was gibt's? Hey, Vito, setz dich. Ich habe mich mal über Carlos Geschäfte schlau gemacht. Und? Demnach hat er den guten Clementi nur beseitigt, weil der auch gedealt hat und ihm in die Quere gekommen ist. Jetzt muss er nur noch ein Hindernis aus dem Weg räumen. Den Mann, der sein Vorhaben vereiteln könnte, der Hauptversorger der Stadt zu werden. Frank Vinci. Woher weißt du das? Habe ich aus verlässlicher Quelle. Okay, und was hat das mit uns zu tun? Nun, was er kann, das können wir auch. In Frankreich kostet ein Kilo Heroin 2500 Dollar. Plus ein Tausender, um es über den Teich zu bringen. Und? Und wir kassieren 11 Riesen allein dafür, den Stoff an die Dealer zu liefern. Macht 7500 Dollar Gewinn pro Kilo. Aber was ist mit Falcon? Carlo erfährt das gar nicht. Und wenn, klopft er uns auf die Finger und will einen Anteil. Aber wenn Carlo der einzige Lieferant in der Stadt ist, von wem kaufen wir den Stoff? Ich bin euch weit voraus. Was wisst ihr zwei über die Tongs? Die Schlitzaugen? Irgendeine Organisation für chinesische Einwanderer. Na eben, die Schlitzaugen. Stimmt, aber auch eine Tarnorganisation für andere Dinge. Sie kontrollieren das Chinesenviertel und bleiben unter sich. Aber einige Tongs würden durchaus gern Geschäfte mit Außenstehenden machen und dafür brauchen sie Mittelsmänner. Und die sind wir, klar. Ja, wir kriegen 10 Kilo für den Anfang. Für wie viel? 35 Riesen. Was bringt uns das ein? 110. Klasse. Okay, aber woher bekommen wir die 35 Riesen? Von einem Kredithai, der Jude drüben in der Palisade. Der leiht uns 35, wenn wir ihm 45 zurückzahlen. Das heißt, mehr als 20 Riesen Gewinn für jeden. Nur dafür, den Stoff von A nach B zu schaffen. Wer drückt sich den Scheiß am Ende rein? Ist doch egal, solange es nicht in unserer Gegend ist. Vinci hatte schon recht. Drogen sind Scheiße, sie töten Menschen. Hey, nur Idioten nehmen Drogen. Penner und Verlierer. Wenn die sich unbedingt umbringen wollen, bin ich ihnen gern dabei behilflich. Besonders für 20 Riesen. Dann Schluss jetzt mit dem Scheiß, hör zu. Ich habe Abnehmer im Ghetto, die kümmern sich um den Verkauf. Das haben wir schon mal vom Hals. Seid ihr dabei oder nicht? Und wie? Komm, sei nicht blöd, Vito. 20 verdammte Riesen an einem Nachmittag. Wann? Jetzt gleich. Wenn wir das Angebot nicht annehmen, suchen sich die Tongs jemand anderen. Komm schon, Vito, das wird ein Kinderspiel. Los, fahren wir zu Bruno. Vito, wie sieht's aus? Fährst du uns hin? In die Palisade Street? Klar, fahren wir.
Na, ist ja gut, dass wir das große Auto mitgenommen haben. So, dann kommt mal mit, Jungs. Hopp, 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 hopp. Ich hätte doch hier hinten mal parken können, aber gut. Ein wenig Frühsport kann nicht schaden. So, auf geht's. Wo ist der Kerl, mit dem wir uns treffen, Henry? Er heißt Bruno und ist einer der wenigen, die so einen großen Kredit stemmen können. Was, wenn er uns das Geld nicht leiht? Dann platzt das Geschäft. Keine Angst, ich kenne den Kerl, der rückt damit raus. Gibt's keinen anderen, von dem wir die Kohle kriegen könnten? Doch, noch drei. Zum Beispiel Carlo oder Frank Vinci. Ihr könnt sie ja gern fragen, ob sie euch 35 Riesen leihen. Nein, danke. Wo ist der Dritte? Der ist nicht mehr im Geschäft. Jemand hat seine Jungs in die Luft gejagt und ihm mit einer MP das Gesicht weggepustet. Na, der. Komm schon, wir haben ausgemacht, dass wir nicht darüber reden. Schon gut. Ist der Typ reich, Henry? Ich glaube, er kriegt sein Geld von auswärtigen Bossen, die in der Kommission sind. Ja? Ohne Scheiß? Ja. Deshalb können wir ihn auch nicht kalt machen. Niemand soll von der Sache Wind kriegen. Können wir ihm trauen? Klar. Von dem leiht sich die Mafia schon immer Geld. Solange wir es rechtzeitig zurückzahlen, gibt's keine Probleme. Ja. Das kann ja nur gut laufen. Es ist überhaupt kein Potenzial, dass irgendwas schiefgehen könnte bei diesem Plan. Von vorne bis hinten wasserdicht. Aber gut. Irgendwie werden wir auch das dann stemmen. Hey, die war rot! Wir sind da. Halt an. So, Brems, aussteigen bitte. Dann schauen wir mal. Wo müssen wir hin? Da irgendwo. Ja, wahrscheinlich hinten rum. Bin schon weg. Ja, das ist schön. Ah ja. Sieh mal einer an. Hallo Jungs, wir wollen zu Bruno. Hi Henry. Falls ihr Waffen dabei habt, legt sie da ab. Ich muss euch durchsuchen. Hi Bruno. Hallo Henry. Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuches am heutigen Tag? Ich brauche 35 Riesen in 20-Dollar-Scheinen. Ah, das ist eine Menge Geld, Henry. Wirklich eine Menge Geld. Erklären Sie mir, wieso ich einem Schmalspurganoven eine solche Summe leihen sollte. Überzeugen Sie mich. Eine todsichere Sache. Ende der Woche kriegen Sie 45 zurück. Und worum handelt es sich? Tut mir leid, Bruno. Geschäftsgeheimnis. Dann sind 45 zu wenig. Ich könnte mich anfreunden mit 65. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse Wucher. 50, höchstens. Henry, Henry, ich habe keine Garantie, dass ich mein Geld wiedersehe. Und Sie können nirgendwo anders hingehen. Also, wie wär's mit 60? Betrachten Sie es nicht als Zinsen. Betrachten Sie es eher als meinen Anteil am Gewinn. 55, letztes Angebot. Ansonsten verschwenden wir hier nur unsere Zeit. Abgemacht. Sie kriegen heute 35.000 Dollar und ich kriege bis Freitag 55.000. Sollten Sie in Verzug geraten, erhöhen sich Ihre Schulden um 10.000 Dollar pro Woche. Sie kriegen es bis Freitag. Schön. Isaac, mach 35.000 den 20-Dollar-Schein fertig. Sie wissen, ich vertraue Ihnen, Henry, doch falls Sie mich reinlegen, denken Sie an diese weisen Worte aus der Bibel. Und mein Zorn wird entbrennen, und ich werde euch töten mit dem Schwert, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. Zweites Buch Mose, Kapitel 22, Vers 23. Ich bin beeindruckt. Sie wirken gar nicht wie ein frommer Kirchgänger. Ein letztes noch. Das Geld gehört nicht mir.
Selbst wenn Sie mich loswerden, sind Sie Ihre Schulden noch lange nicht los. Also keine krummen Dinger, alles klar? Klar. Danke, Isaac. Wollen Sie nachzählen, Henry? Ich vertraue Ihnen. Sie kriegen's bis Freitag zurück, zusammen mit Ihrem Anteil. Das will ich hoffen. Viel Glück, Jungs. Naja, toll. Dann ab zur Meeresgarbe. Das was wird? Moment. Da ging's raus. Schon wieder verpeilt, mein Auto irgendwo hinzustellen, wo ich es schneller wieder finde. Ah, geht ja. Habe ich tatsächlich mal irgendwann gemacht, als wir irgendwo geparkt haben in einer fremden Stadt und dann durch die Stadt geschlernt sind, dass ich mir einfach im Navi abgespeichert habe, wo das Auto steht. Spart eine Menge Zugzeit nachher. Vor allem, wenn man sich halt nicht auskennt. Gut gemacht, Henry. Ich habe euch doch gesagt, er gibt uns die Kohle. Hat sich ja angehört, als würdest du die Bibel in- und auswendig kennen. Bruno benutzt immer das gleiche Zitat. Ich gehe sonntags zur Kirche und da habe ich mal den Priester gefragt. Du gehst in die Kirche? Ja, und du gehst nicht hin. Weil sie dort schwierige Wörter benutzen und weil es dort keine Nutten gibt. Ja, du bringst es auf den Punkt. Ich war seit 45 nicht mehr dort. Seit dich deine Mutter gezwungen hat, beichten zu gehen? Ja, ich hatte der Tussi auf den Hintern geglotzt. Gott hab sie selig. Joe, wann warst du das letzte Mal dort? Ostern. Nicht schlecht. 1941. Ich nehme alles zurück. Du kommst in die Hölle. Ist dir das erst jetzt klar geworden? Ich kann euch dann ja Plätze reservieren. Weißt du, ich hab mal von so einem Kreditherrn namens Bruno gehört. Muss derselbe Typ sein. Ja? Was weißt du über ihn? Du kennst doch Mickey den Krebs, oder? Was? Der Typ, der im Falkern die Klos putzt? Ja, der Typ, der nur einen Finger und einen Daumen an seiner linken Hand hat. Wohl, weil er einem Typen aus Southport Geld geschuldet hat. Ah, okay. Ich verstehe. Aber mach dir keine Sorgen. Der Krebs ist ein Idiot. Sowas passiert uns nicht. Nö, wahrscheinlich nicht. Das sollte passen, denke ich. Aus dem Weg, bitte. Hier auch bitte aus dem Weg, Jungs. Krieg dich gefälligst ein. Ach Mann, ihr verdammten Autos. Fahrt doch mal ein bisschen schneller und flexibler. Bist du farbenblind? Die war rot. Wir haben ja aber schon genug Zeit verplempert, Junge. So. Dann schauen wir mal, wie dieser Deal abläuft. Ob mit oder ohne Probleme. Haben wir Knarren dabei? Müssen ja eigentlich. Sonst holen wir uns halt wieder welche. Wir sind gleich da. Fahrt durch das Tor und in den Hof. Ist das nicht das vom... Nee, oder? Wieder automatisch geparkt. Schön. Aber überlass das Reden mir. Hey, wir haben was mit eurem Boss zu besprechen. Guten Tag, Mr. Tomasino. Dann mal los. Netter Empfang. Lupdi-lupdi-du. Folgen wir einfach mal dem Mann unauffällig. So viel wird da ja nicht schief gehen. Rede ich mir jetzt immer wieder ein. Willkommen, Henry. Hallo, Mr. Wong. Kommen wir gleich zur Sache. Hat Ihr Koffer das rechte Gewicht? Überzeugen Sie sich.
Hell, da, das ist $35,000. In Ordnung, bringt es weg und holt die Ware. Sie sind ein Ehrenmann, Henry. Hier ist Ihre Handelsware. Verpackt in 10 Beutel. Jeder wiegt exakt 1 Kilo. Welchen wollen Sie prüfen? Alles bestens. Freut mich. Das nächste Mal kann ich Ihnen die doppelte Menge offerieren. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Das Vergnügen war auf meiner Seite. Lass den Scheiß. Seht ihr, wie leicht das war? Kommt, ab zum Wagen. Okay, Jungs, das Schlimmste hätten wir. Bleibt nur noch die Übergabe, dann sind wir durch. Klingt gut. Wo fahren wir hin? Nach Hunters. Ich habe alles arrangiert. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Oh. Meine Herren. Scheiße, ne? Ich glaube, Sie haben da was für uns. Stellen Sie die Koffer ab. Schöne Schuhe. Moment mal, das sind gar keine Bullen. Legt sie um, Jungs! Schieß mich doch! Die Rückseite, Vito. Gib mir Deckung, Vito. Da kommt noch mehr. Ihr nehmt ja die. Gut gemacht. Okay. Da sind immer noch zu viele. Komm. Scheiße, wir können nicht zurück. Haut ab. Bewegt eure Ärsche. Ihr nehmt ihr den Koffer mit, oder? Ja, gut. Hier bin ich. Drecksack. Sicher die Rückseite, Vito. Komme ich gerade nicht hin. Bleib von den Fenstern weg. Na dann, Vito, nichts hier oben zu bleiben. Gehen wir runter. Vito, mit die Tür an! Ist weg. Ja, ja. Worauf wartest du? Tritt sie ein! Hab ich doch. Hab's halt langsam aufgemacht. Los, Vito, los geht's. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Hohoho, mehr kannst du nicht? War's das schon? Ja, ziemlich. Gib mir Deckung, Vito! Meine! Hast du Schiss, Arschloch? Die macht wieder Entdeckung. Obwohl, das ist gar nicht so gut. Komm raus aus deinem Rattenloch! Weil wir da nicht so wirklich viel Deckung haben. So, dann lassen wir das Ganze nochmal regenerieren. Okay. Showtime, Vito. Und ab nach unten. So, das ist meine Deckung. Such dir mal was anderes. Alles klar. Okay. Ja, das wollen die Kupferstecher. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Dass hier so viel Mist wieder im Weg steht. So, komm. Ja, ist schon gut. Komm her. Ist schon gut. Geht doch. Ah, hier kommt gleich einer. Na komm. Helft mir, Leute. Reiß ihm den Arsch auf. Ja, komm. Das ist schon langsam der Revolver. Muss man ja so sagen. Danke für die Thompson. Habt ihr denn hier noch irgendwas Interessantes da? Naja, doch.
ein bisschen was. Wo bist du? Los, Victor, los geht's. Ich geb dir Deckung. Auf jetzt. Ja! Mehr kannst du nicht. Los jetzt! Zack, zack! Das lief doch gut. Wo ist unser Wagen? Da ist unser Wagen. Okay. Ah, wir hatten ihn kaputt gemacht. Frech. Na, den können wir nicht nehmen. Hätte ich den doch nicht zerschießen sollen. Passt nicht allen das Fahrzeug. Ja, da wahrscheinlich auch nicht. Ärgerlich, da bleibt uns ja echt nur noch die Karre und die ist halt schon ziemlich am Ende. Naja, dann müssen wir mit dem Ding fahren. Oder wäre das da hinten eine bessere Alternative? Ich glaube ja nicht. Alle da? Ja. Ich glaube, das kann man echt knicken. Naja. Machen wir hier mal einen Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.